Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinder, heute mit einem neuen Video zum Thema Blackout. Und zwar spreche ich aber diesmal nicht selber, sondern dieses Mal lasse ich die Bundesregierung sprechen. Und zwar hat die Bundesregierung schon im Jahr 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, oder eine Studie kam raus 2010, des Büros für Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag. Dieses Pamphlet hat 261 Seiten, also doch eine ganze Menge. Und ich werde euch in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder ein Video draus machen, wo wir einzelne Teilbereiche dazu durchgehen, weil das einfach viel, viel zu umfangreich ist, um das alles in ein Video zu packen. Ich werde schon mal mit dem Fazit beginnen und es ist erschreckend, dass die zum gleichen Fazit kommen wie ich. Und wie gesagt, es werden dann immer mehr Teilbereiche gehen. Heute stelle ich mal grundsätzlich vor, was wurde da so alles gefragt. Ich beginne gleich mal mit einem kleinen Teil des Fazits. Wie die zuvor dargestellten Ergebnisse haben auch die weiteren Folgeanalysen des THBs, also dieses Büros, gezeigt, dass bereits nach wenigen Tagen im betroffenen Gebiet die flächendeckende oder bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr sicherzustellen ist. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Wir reden immer nur nach wenigen Tagen. Der grundgesetzlich verankerte Schutzpflicht für Leib und Leben, also dass der Staat für uns sorgen muss, kann der Staat nicht mehr gerecht werden. Nach wenigen Tagen. Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. Gut, gehen wir das Fazit nochmal genauer durch. Damit beginnen wir einfach mal, damit ihr mal wisst, was bei dem Ganzen rauskommt. Ich lese nochmal vor, wie die zuvor dargestellten Ergebnisse haben auch die anderen Analysen nach wenigen Tagen in den betroffenen Gebieten gibt es einfach nicht mehr die lebensnotwendigen Güter. Und der Staat kann seiner Schutzpflicht nicht mehr nachkommen. Klar, ihr könnt keinen Notruf wählen. Geht ja nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, und jetzt geht's weiter, eines langanhaltenden und das Gebiet mehrerer Bundesländer betreffenden Stromausfalls mag gering sein. Wir reden hier im Jahre 2010. 2010 hatten wir noch viel mehr Kernkraftwerke, wir hatten noch viel mehr Braunkohlekraftwerke, wir hatten noch keine E-Autos, wir hatten noch weniger Zappelstromanlagen, also Photovoltaik, Windkraft. Wir hatten keine Streamingdienste wie YouTube, Bitcoin Mining zum Beispiel. Auch darüber werde ich demnächst ein Video machen, dass die zwar durchaus gefährlich sind für unser Stromnetz. Tja, und jetzt geht's weiter. Gehen wir weiter mit dem Fazit. Weitere Anstrengungen sind deshalb auf alle Ebenen erforderlich, um die Resilienz der Sektoren kritischer Infrastruktur kurz- und mittelfristig zu erhöhen, sowie die Kapazität des nationalen Systems des Katastrophenmanagements weiter zu optimieren. Das ist mal ein Krachersatz. Heißt zu Deutsch, wir sind schlichtweg in keinster Weise darauf vorbereitet und wir müssen was tun. Die haben dazu auch Vorschläge zur Diskussion gestellt, eben für den Bundestag, um Vorschläge zu machen. Und was ist passiert? Fast nichts. Es geht auch weiterhin darin, dass nicht nur die Politiker sensibilisiert werden sind, sondern auch um die Sensibilität für dieses Thema in Wirtschaft und Bevölkerung zu erhöhen. Dafür sollte dieser Bericht einen Beitrag leisten. Nur wer liest 261 Seiten durch? Keine Sau. Und was ist seit 2010 passiert zu dem Thema? Ja, die 70 Millionen für THW und BKK, BBK, naja toll, nur nicht einmal 1 Euro pro Bürger, ganz toll, haben wir sehr gut gerettet. Stromnetz ist dafür mittlerweile viel instabiler als nach 2010, weil wir haben weniger Grundlastkraftwerke wie Atomkraftwerke etc., die wo halt immer Strom liefern. Wir haben dafür jetzt mehr Windkraft etc., die mal Wind liefern und mal weniger oder gar nichts. Wir hatten damals auch noch keine E-Autos oder wenig. Wir hatten auch keine Streamingdienste in dem Sinn oder zumindest nicht in den Massen wie jetzt. Mittlerweile YouTube und Konsorten, die brauchen 200 Terawattstunden Strom im Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ein Drittel oder über ein Drittel von dem, was wir Deutschen verbrauchen. Wir brauchen nur die Streamingdienste. Bitcoin Mining geht massiv nach oben. Die brauchen Strom ohne Ende. Gab es alles nicht.
Wenn aber heute das BWK darauf hinweist und sagt, liebe Leute, sagt es vor, kommt sofort irgendwo ein Politiker, den man vorher noch nie gesehen hat, aus der Ebene und sagt, alles nicht so schlimm, passiert schon nichts, der will doch nur spielen, kennt man alle. Also es passiert genau das Gegenteil. Ich lese wieder ein bisschen vor. In modernen, arbeitsteiligen und hochtechnologisierten Gesellschaften erfolgt die Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern und Dienstleistungen durch ein hochentwickeltes, eng verflochtenes Netzwerk kritischer Infrastrukturen. Und das ist genau das Problem. Heute greift alles zahnradmäßig ineinander. Fällt aber ein Teil aus, dann fallen die anderen Teile genauso mit raus. Ein einfaches Beispiel: Transport und Verkehr wird ausfallen, weil wir kein Benzin mehr haben. Und was wird es bringen? Wenn ich heute keine Lagerliste mehr habe, ich weiß doch gar nicht, was ich auf den Lastwagen draufladen soll, wer das bekommen soll, das läuft halt alles über den PC. Ich weiß ja nicht, wer was bestellt hat. Stellt euch einmal vor, bestellt es bei Amazon und dann fällt bei denen der Computer aus, woher sollen die dann auch wissen, dass ihr was haben wollt und was? Genauso ist es im Gesundheitswesen. Keine Arztpraxis funktioniert ohne Strom. Das geht schon mal los mit der Karte, kann er nicht einlesen. Er kann auf eure Patientenakte nicht zugreifen. Er hat keine oder die medizinischen Geräte funktionieren nicht mehr. Kein Stethoskop. Aber das war's dann auch schon. Er kann keine Rezepte mehr ausschreiben. Es wird irgendwann mal eiskalt in der Praxis, weil die Heizung ja auch nicht funktioniert. Tja. Und aufgrund der internen Komplexität sowie der großen abhängig voneinander sind die hochgradig verletzbar. Und das ist zum Beispiel durch terroristische Anschläge, Naturkatastrophen und besonders schwere Unglücksfälle in den letzten Jahren des Öfteren auch bewiesen worden. Was fehlt noch? Bedenkt mir wieder, es war vor 10 Jahren die Energiewende als Gefahr. Der Zappelstrom. Aber dazu habe ich schon genug Videos gemacht. Und das Problem ist, komplett alle unsere Lebensbereiche sind halt durchdrungen von diesen Sachen mit elektronisch betriebenen Geräten. Was geht halt nur ohne Handy, was geht halt nur ohne PC? Es funktioniert ja nichts mehr. Und deswegen gäbe es dann, so steht es da, und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Selbst der Schreiner muss halt eine Rechnung, schreibt er halt am PC. Der hat vielleicht computerprogrammierte Anlagen, die funktionieren auch nicht mehr ohne Strom. Seine Maschinen funktionieren nicht mehr ohne Strom. Also selbst der könnte nicht oder nicht mehr viel machen. Guter alter Schreiner, der wüsste sich zu helfen, aber er kann natürlich nicht in der Menge produzieren, wie es jetzt gewohnt ist. Trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzial ist ein diesbezüglicher gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden. Und genau das ist unser großes Problem. Keiner denkt dran und ich kriege es in die Kommentare immer mal wieder rumgerieben. Alles Quatsch. Das kann nicht passieren. In Deutschland gab es immer Strom und wird es immer Strom geben. Die Titanic war auch unsinkbar. Gut, kommen wir mal zur Studie an sich. Was war Gegenstand und Ziel dieser Untersuchung? Der Gegenstand oder das Ziel war eigentlich das herauszufinden, was würde bei einem großflächigen Stromausfall passieren. Also es muss ja nicht mal europaweit sein, klar, wenn einmal Bundesland ausfallen würde. Zeitgleich ist auch die Möglichkeit und Grenzen des nationalen Systems des Katastrophenmanagement zur Bewältigung solcher Großschadensanlagen aufgezeigt worden. Also das heißt, haben wir genug Kapazitäten oder eben nicht? Kann die Feuerwehr, THW, Malteser, Rotkreuz, MHW und wie sie alle heißen, können die dementsprechend das bewältigen. Und genau das geht es in dieser Analyse. Und es wurden mehrere Teilbereiche analysiert. Sicherstellung einer medizinischen und pharmazeutischen Mindestversorgung. Apotheken liefern heute, wenn kein Internet mehr geht, lebenswichtige Medikamente nicht mehr aus. Das muss man sich mal überlegen. Weil die registriert haben. Und das geht ja nicht mehr ohne Internet. Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Nur kurz zur Info. Für ungefähr 20% der Bevölkerung gibt es Notbrunnen und pro Brunnen haben dann ungefähr 4000 Leute, die dort dann irgendwas, glaube ich, 2,9 Liter Wasser haben wollen. Da steht man dann stundenlang an dafür, um 2,9 Liter Wasser zu erhalten. Tja. Und die anderen 80% Pech gehabt. Gewährleistung angepasster Mobilität bzw. Transportkapazitäten. Ist klar, wenn die Tankstelle keinen Sprit mehr liefert, gibt es keine Lastwagen mehr. Wenn kein Strom mehr da ist, funktioniert kein Zug nicht mehr. Wie soll man das Zeug transportieren? Es geht halt schlichtweg nicht mehr. Und auch ein Punkt, Ermöglichung ausreichender Finanzdienstleistungen, also Geldversorgung in diesem Fall.
Weil kein Strom, kein Geldautomat. Jetzt kann ich sagen, gut, gehe ich in die Bank noch rein, wenn die Tür aufgeht ohne Strom. Wenn da drin der Computer geht, weil was sonst weiß ja der gar nicht, wie viel Geld du auf dein Konto hast, ob du die 2000 Euro überhaupt abheben darfst oder nicht. Und das Geld ist nach kurzer Zeit weg, weil die Banken haben ja nicht mehr so viel vor Ort. Die werden ja täglich mit Geld beliefert oder einmal in der Woche, ich weiß es nicht. Das kommt ja dann auch nicht mehr. Aufrechterhaltung bzw. Wiederauf bei ausreichender Kommunikationswege. Das wird noch hochinteressant, dieses Thema. Nur kurz, es ist auch so, dass unser BOS-Funk, also der Behördenfunk, funktioniert ja auch nur 2 Stunden. Wenn dann nicht irgendjemand in der Zwischenzeit ein neues Netz aufgebaut oder die mit Strom versorgt, die Dinge, dann haben auch wir ein großes Problem. Gewährleistung öffentlicher Sicherheit am Fallbeispiel Gefängnis. Auch das ist in dieser Studie mit dabei. Es geht dann weiter. Also, wie gesagt, es ist relativ viel in dieser Studie mit drin. Wir werden es dann peu à peu durchgehen. Stelle ich halt mal so den groben Überblick vor. Und genaueres dann gibt es dann jeweils zu den einzelnen Sachen. Ein Schwerpunkt ist auch noch, wie verhält sich denn die Bevölkerung? Es ist da so schön geschrieben, ein lang andauernder Stromausfall wird die Bevölkerung in Unsicherheit und Angst versetzen, sowie Gefährdung von Leib und Leben mit sich bringen. Also das steht hier schon mal mit drin. Sie schreiben dann eben, die Forschung ist aber da noch nicht so weit. Man geht aber davon aus, dass es zum einen unsoziale, illegale und aggressive Aktionen geben würde. Wer ist in den letzten Tagen das am Beispiel Kapstadt, Südafrika? Da fällt mittlerweile im Schnitt 3-mal am Tag der Strom aus. Die Überfälle, die Einbrüche, die Gewalt, die hat massiv zugenommen. Wem es möglich ist, der verlässt das Land. Das ist kein Scherz. Die verlassen das Land mittlerweile. Weil ihr müsst überlegen, es gibt ja keinen Notruf nicht, zum Beispiel. Ich kann ja die Polizei gar nicht rufen, wenn mich jemand überfällt. Die Alarmanlagen funktionieren die meisten mit Strom. Ja, die funktionieren dann auch nicht mehr. Das heißt, bin ich heute ein Einbrecher? Ja, Entschuldigung, ich weiß, die Alarmanlage funktioniert, ich weiß, der kann die Polizei nicht rufen. Ha, das ist doch cool, das nutzt man doch aus. Der Unterschied dort zu uns ist das, dort sind die Leute bewaffnet, also die Guten. Das heißt, die können sich wehren. Aber wer von uns hat denn noch die Möglichkeit, sich zu wehren? Wer kann denn das noch? Gibt es bei uns nicht mehr. Bei uns schützt uns der Staat. Nur wie wir am Anfang gehört haben, ist der Staat dazu noch nicht mehr in der Lage. Sie gehen aber auch weiter und sagen, es wird auf der anderen Seite aber auch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, rationales und entschlossenes Handeln zutage treten. Das sieht man ja regelmäßig in die Krisen wie Überschwemmung, Schneechaos, dass die Leute zusammenrucken. Ich vermute mal, dass das eher am Land der Fall ist, als wie in der Stadt, aber okay. Nur das Problem ist, genau weiß es keiner. Es dürfte insgesamt zutreffen, dass manche Annahme über das Verhalten und die Lenkbarkeit der Bevölkerung in extremen Lagen einer Prüfung bedürfen. Und jetzt geht es dann weiter, auch der professionellen und freiwilligen Helfer einzuschätzen. Das Beispiel hat mir schon öfters, was passiert. Ich bin im Einsatz, ich erfahre bei mir daheim, haben marodierende Banden unterwegs und ich habe Angst um meine Familie. Bleibe ich dann im Einsatz? Oder gehe ich heim zur Familie und schütze diese? Nächstes Beispiel. Wie schütze ich mich im Einsatz? Man sieht ja, dass es mittlerweile Usus ist, irgendwelche Hilfskräfte anzugreifen. Wie wird es dann erst in der Krise? Auch das sind so Punkte, die hier drüber behandelt werden. Und deshalb wurde auch diese Dimension des Verhaltens in die Folgeanalyse einbezogen. Außerdem geht es weiter, es wurde das deutsche Katastrophenmanagementsystem überprüft. Also haben wir genug Leute, was haben wir für Leute, was können die machen, was können nicht, welche Akteure und Strukturen des nationalen Systems des Katastrophenschutzes im Falle einer Stromausfall indizierten Großschadenslage von Relevanz sind und welche Beiträge sie leisten können, Bundeswehr etc. Und dabei wurden eben die wichtigsten Strukturen, Kräfte und Einrichtungen auf Landes-, Bundes- und kommunaler Ebene im Überblick erfasst. Der Fokus lag dabei auf deren Kapazität und Handlungsmöglichkeiten für den Fall eines langdauernden großräumigen Stromausfalls. Also auch das gehen wir in dieser Studie durch, was können die Hilfskräfte tatsächlich bewirken und was eben nicht. Es wurde dann auch eine erste Einschätzung vorgenommen.
So, ihr seht, in dieser Studie ist wahnsinnig viel mit drin, ganz viel. Deswegen schaffe ich das nicht in einem Video. Ich habe jetzt nur mal die Zusammenfassung, war jetzt schon allein ein Video. Und ich werde jetzt peu à peu die einzelnen Punkte euch mal vorstellen, was unsere Bundesregierung eigentlich weiß. Weil die haben diese Studie. Von denen ist die Studie. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und verzeiht wieder, das ist AfD-Propaganda, die gab es 2010 noch nicht. Das kommt von der Bundesregierung selber. Nur mal so zur Info. So. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Am besten ihr abonniert den Kanal, dann kriegt ihr auch die nächsten Folgen mit. Die Glocke dazu nicht vergessen. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outer Chiemgau. Pfiat euch.